Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über das Thema Wettbewerbsanalyse sprechen. Was ist das überhaupt? Wie solltest du das Ganze durchführen? Und wie kannst du letzten Endes auch schaffen, deine Konkurrenz dann eben hinter dir zu lassen? Das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß schon mal dabei. Lass uns ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist nach wie vor Nico Becker. Ich habe mir heute den Saad Sharma an meine Seite geholt. Und wir werden heute über das Thema Wettbewerbsanalyse sprechen. Ein riesiger Begriff, kann man ganze Semester mitfüllen, aber wir wollen heute ein, zwei Minuten mal darüber sprechen. Was ist das Ganze überhaupt? Wie kannst du es für dich vielleicht im kleinen Rahmen durchführen? Du willst jetzt ja auch nicht ein halbes Jahr mit verbringen. Es geht einfach nur darum, mal ein Auge vielleicht nach links und nach rechts zu werfen und zu gucken, okay, was machen andere Marktteilnehmer vielleicht, was ich auch machen sollte. Und als erstes möchte ich dir schon mal mitgeben, auch wenn wir jetzt ein Video dazu machen, ich würde mich davon nie zu sehr beeinflussen lassen. Ich kann dir sagen, von den Partnern, die wir betreuen, da haben wir Familienunternehmen dabei, die sind jetzt nicht besonders groß, also sind jetzt keine Global Player, würde man sagen, aber die sind schon seit wirklich Jahrhunderten fast am Markt und teilweise ist es wirklich ein Erfolgsrezept zu sagen, okay, ich mache jetzt mein Ding, gucke vielleicht nicht zu oft nach links und rechts und lass mich davon vielleicht beeindrucken oder beeinflussen. Aber es macht halt wirklich auch mal Sinn, gerade im Marketing zu sehen, okay, was macht der jetzt gerade, was vielleicht besser läuft? Weil ich kann dir auch hier wieder sagen, bei anderen Partnern von uns, wir haben da Partner gehabt, die waren wunderbar aufgestellt. Die hatten ein super Unternehmen, eine Top-Infrastruktur, aber ein schlechtes Marketing. Und wenn du halt letzten Endes einen super Motor unter der Haube hast, aber eine schlechte Karosse, wird jeder sagen, das ist ein schlechtes Auto. Ganz einfach, weil das ist, was man sieht von außen. So, und deswegen gucken wir eben auch natürlich im Thema Wettbewerbsanalyse, was machen andere Partner vielleicht in der Region, wo wir jetzt gerade einen Partner haben, was kann man vielleicht links und rechts sich mal anschauen und letzten Endes, wie du es durchführst, ist ja nicht besonders schwierig. Ne? Du guckst einfach mal, okay, hat mein Partner irgendwelche Social-Media-Kanäle? Hat der Google-Bewertung? Hat der vielleicht eine neue Website sich vor kurzem mal gemacht? Da kriegt man ja einiges mit. Ich würde dir auch empfehlen, das sagt der Kollege aber gleich noch ein bisschen mehr zu, vielleicht mal dich ein bisschen bei den Mitarbeitern umzuhören. Ja, gerade wenn du im Fachkräftebereich unterwegs bist, dann ist es halt wirklich so, dass jetzt ein Mitarbeiter vielleicht mal mehrere Betriebe durchlaufen hat. So, hat nichts mit Spionage zu tun. Aber es geht einfach nur darum, mal mitzubekommen, okay, wie läuft das Ganze da ab? So, und wenn du dann eben mal geguckt hast, okay, was machen die Leute jetzt im Marketing oder ja, vielleicht auch auf den anderen Kanälen, dann mal zu gucken, okay, wie kommt das überhaupt an? Es gibt die Möglichkeit, bei Instagram und Facebook sich Kommentare durchzulesen, wenn es da welche gibt, logischerweise. Aber meistens ist das der Fall. Und du hast halt den riesen Vorteil zu sehen, okay, mein Partner macht jetzt, oder mein Konkurrent ist es ja in dem Fall, der macht jetzt die und die Werbung. Kommt das eher gut oder kommt das eher schlecht? Dann sollte ich mich an sowas orientieren oder sollte ich mich daran nicht orientieren? Gerade wenn Konkurrenz bei dir in der Region bezahlte Werbung macht, kannst du halt ja quasi dir diesen Test, wenn es einer ist, kannst du ihn dir sparen und kannst einfach mal gucken, okay, wie kommt das da an? Dann will ich dir noch einen Tipp mitgeben, wie du jetzt ja einfach die Konkurrenz hinter dir lassen kannst. Und da habe ich eigentlich nur eine Sache, die du aus meiner Perspektive mitnehmen sollst. Und zwar ist das Thema, sei einfach ein bisschen offener für neue Sachen. Ja, ich sehe das ganz, ganz häufig auch bei unseren Partnern. Es gibt immer so ein bisschen diesen Effekt, dass immer wieder die neue Sache jetzt auf den Markt kommt. Ja, aber die Wahrheit ist nun mal, Marketing ist relativ transparent geworden. Mhm. Du kannst hier von jedem, wenn du möchtest, da draußen das Marketing anschauen. Du kannst hier wahrscheinlich sogar Auswertung holen, wie das Marketing von wem anders funktioniert. Also gibt es gewisse Sachen, die man sich da anschauen kann, gewisse Metriken einfach. Und deswegen gibt es jetzt nicht unbedingt immer diese eine neue Sache, die jetzt das ganze Rad neu erfunden hat. Mein Appell ist einfach nur, sei einfach offen für die Sachen, die es schon gibt. Versuch dich vielleicht ein bisschen daran zu orientieren. Versuch auch mal eine Sache zu machen, wo du jetzt immer ein paar gemischte Gefühle hattest, gerade in der Neukundengewinnung. Einfach mal den Weg auch zu gehen, Online-Marketing zu betreiben. Weil ich kann dir sagen, es werden durch uns natürlich auch immer mehr Partner, die in diesen Weg gehen. Und man ist einfach nicht mehr konkurrenzfähig, wenn man das nicht macht. Und ja, deswegen sei einfach offen für Neues, das möchte ich dir mitgeben. Zum Thema Mitarbeitergewinnung wird der Kollege jetzt auch noch ein bisschen was sagen. Ja, erstmal vielleicht noch ergänzend, man merkt das ja auch immer wieder, wenn große Kampagnen immer wieder einen Fußballer nehmen, weil die halt einfach auf ein bewährtes Werbemittel setzen. Also das ist ein Paradebeispiel, also man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Gut, wechseln wir mal zum Thema Mitarbeitergewinnung. Die Wettbewerbsanalyse ist ja mittlerweile immer so zu sehen und so zu sehen. Genau alles, was der Nico eben gesagt hat in Bezug auf die Neukunden oder deine Konkurrenten, ist es genauso bei der Mitarbeitersuche. Du musst mittlerweile heutzutage gucken, was deine Konkurrenz anbietet. Welchen Mehrwert bieten sie ihren Mitarbeitern? Weil dir ist bestimmt mal aufgefallen, dass du jetzt auch die ersten
ja, sagen wir mal auf Facebook, Instagram oder so, Ads siehst von der Konkurrenz. Das heißt, du siehst ja quasi, die suchen Verstärkung, und wenn du diese Anzeigen siehst, dann kannst du dir garantiert sein, dass deine Mitarbeiter die auch sehen. Das heißt, du musst, wie soll man das genau sagen? Also du musst vorbereitet sein, nicht, dass deine Mitarbeiter abspringen von dir und woanders hinwechseln. Also was hat das mit Wettbewerbsanalyse zu tun? Ganz einfach, letztendlich musst du einfach nur gucken, wer in deiner Gegend dieselbe Position wie deine Mitarbeiter haben, anbietet, vielleicht auch bewirbt, und auch gucken, zum Beispiel, was bieten sie denn für einen Mehrwert? Also was sind deren Meinung nach Wechselgründe? Und genau auf diese Sachen kann man dann halt eingehen. Sagen wir mal, wenn es was viele halt zum Beispiel lockt, jetzt ein aktuelles Beispiel, ein Wechselbonus oder nochmal das zusätzlich, ein E-Bike-Leasing oder. Und bevor jetzt dieser Wunsch oder die Unzufriedenheit in deinen eigenen Mitarbeitern erweckt wird, ja, kann man dagegen wirken und das auch anbieten. Letztendlich, wenn jetzt alle Unternehmen in deiner Region auf einmal ein E-Bike anbieten zum Leasen, dann solltest du reagieren und von alleine das vielleicht deinen Mitarbeitern anbieten, damit die auch sehen, hey, die suchen zwar alle, aber ich bin immer noch hier, ich habe immer noch einen deutlichen Mehrwert bei mir im Unternehmen. Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben wieder. Wenn noch Fragen sind, dann einfach in die Kommentare schreiben. Wir melden uns. Dann bis zum nächsten Video.